Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start mit einem neuen Summoners War Video. Mir fällt gerade auf, wir haben 69 Energie. Ach, diese Zahlen in letzter Zeit, ich weiß auch nicht. Das ist ja nur Blödsinn, aber bringt ihr uns Glück, sammeln wir im S öffnen? Nein, okay. auf uns wartet heute ein Gegenkampf. Vorletzter Gegenkampf der Woche. Entscheidet, ob wir Top 50, Top 100 oder was auch immer werden. Das heißt, wir müssen uns dringend ganz viel Mühe geben. Wir spielen gegen Iron Cross. Und das Ding ist, wir wurden in der Zwischenzeit kurz angegriffen und haben die Death verloren. Und jetzt sind die ganz weit oben. Das heißt, wenn wir gewinnen sollten, steigen wir einige Punkte. Auf der anderen Seite ist es eine starke Gilde. Also, Hilfe. Ich bin diese Woche sowieso total schlecht mit den Gildenkämpfen. Also, ich gebe mir wirklich Mühe. Zum Schluss gibt es wieder eine Frage des Tages. Also, wenn ihr eine Frage habt, einfach Hashtag FDT in die Kommentare schreiben. So, wir müssen auf jeden Fall einen Grünen angreifen. Okay, Shan haben wir hier, dann haben wir hier Theomars Orion Classic. Vielleicht irgendwas, naja, ich will nicht irgendwas Spannendes, vielleicht lieber einfach irgendwas, das wir kaputt machen können. Ich denke, das wäre, ich glaube, hier der wäre ein erster guter Start, dass wir den hier angreifen. Machen wir den, ja? S-Monster S. 1, 2, 4 aus meiner Gilde haben gegen den schon, also haben nicht gegen den gewonnen. Holy shit, erstes Team gefährlich, zweites Team gefährlich, erstes Team gefährlich. Ich glaube, die sind alle gefährlich. Das zweite Team ist ja immer dieses random shit, ja, deswegen nehmen wir hier einfach mal Zyros, Galeone, Tiana. Ich hab bei Zyros Galeone gesagt und bei Galeone Zyros, aber egal. So, das erste Team. Entweder nehmen wir unsere Classic Ciara. Ich wollte schon Ciara Khan sagen, ja, schön wär's. Ciara Kupfer. Oder wir nehmen Wind Panda Kupfer. Das Ding ist, ich muss dringend meine Immensity schnell machen. Ich will, mein Immensity ist ja auf Gewalt. Auf Gewalt plus 114 ist okay. Aber ich wünschte, er wäre auf, keine Ahnung, auf Tempo und dann plus 150 Speed oder so. Auch wenn ich das Gewalt total mag, aber manchmal muss ich sowas outspeeden und je nachdem wie stark die Gilde ist, ist der Retash mit dem Speed. Ist der Retash mit Speed Leader einfach schneller als mein Immensity? Hat der plus 100 Speed? Ist das ein 210 Speed Retash? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, aber wenn das so wäre, hätten wir ein Problem, dann könnte er einen AOE Defense Break machen und mein Kupfer kann hier nicht killen. Wagen wir den Versuch. Wind Panda zeigt mir ein bisschen Liebe. Natürlich als erstes Retech snipen und danach an Theomars arbeiten. Bitte sei. Oh, ich hab's euch gesagt. Und er derbt nicht. Und er kriegt den Defense Break hin. You piece of shit, Retech. God damn. Okay. Der ist. God damn, Mann, ey. So dumme Gilden, ey. Oder ich muss Kupfer auf Wille bringen. Vielleicht wäre das auch eine Alternative, dass ich Kupfer auf Wille bringe. Weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Wir könnten den Shout. Glaubt ihr, es bringt was, wenn ich. Ich versuche mal, Theomars einfach zu stunnen. Ich glaube, das wäre die beste Möglichkeit. Dass wir Theomars einfach stunnen? No. No! Immensity, überleb! Bitte! Kein Proc, kein Proc. Gut, 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 gut. So, ist noch nichts verloren. Wir machen den Heal ab. Aber ja, Heal Block und er ist sowieso tot. Okay, wir haben eine letzte Chance. Wir können nie Ignore Defense bei denen machen, oder? Glaubt ihr, wir kriegen doch keine Ignore Defense bei dem Retouch. Der hat doch mehr Defense als wir, oder? Oder haben wir mehr Defense? Versuchen wir es einfach mal. Bam, 37. Okay. Ja. Nice, okay. Wir haben noch nicht verloren. Pfui. Es wäre vielleicht sinnvoller gewesen, wenn ich mit meinem Wind Panda einfach den Retech, also einen Defense Break auf den Retech draufgesetzt hätte. Dann hätte er noch weniger Verteidigung gehabt. Aber es hat geklappt. Also ich bin zufrieden. Also der Fight hat irgendwie geklappt. Wir haben kein Immensity mehr für die nächsten Fights. Das heißt, goodbye Kupfer. Aber wir haben es irgendwie noch hinbekommen, aber wow, war der Retest schnell. Ich weiß, sie haben Speed Leader, aber trotzdem. Normalerweise sind Retests nicht so schnell.
Orion derbt. Deswegen haben wir auch immer Tiana dabei. Falls die anderen Villerunen haben, kann nichts passieren, weil wir die dann einfach strippen. So, ich gehe einfach mal auf Orion und zack und bam. Dieses Team, also ich denke so, bisher in den Videos klappt es eigentlich zu 90-95%, weil solange, es gibt nur eine Möglichkeit, wie das Team verlieren kann. Orion strippt Wille von Zyros und setzt einen Defense Break drauf. Dann geht Perna auf Zyros. Wenn er Wille von Galeone strippt, ist das kein Problem, weil mein Galeone tanky genug ist, um eine Bombe von Ciara ohne Attack Buff zu tanken. Also das passt. So, wir haben die Möglichkeit hier das zu machen, aber ich denke, es wäre sinnvoller, wenn wir noch einen Plus 3er und dann den Nuller hier angreifen, weil der halt komplett grün ist. Okay, dann gucken wir uns mal den hier an. Orion, Perna, Retake. Ich habe Angst vor diesen Retakes. Ach, god damn. Oder der. Was haben wir hier? Iris. Und hier Vedja. Nein, das ist Amarna. Okay. Ich habe ihn schon ver... Seht ihr, ich denke, die Anubis erinnern mich irgendwie an Horus jetzt. Und deswegen habe ich gedacht, das wäre der Licht Horus. Aber... Ayuno Amarna? Okay, keine Ahnung. Ich denke, der hier wäre sinnvoller für uns, auch wenn er gefährlich ist. Vielleicht sollten wir zuerst den Plus Nuller angreifen, aber der sieht auch gefährlich aus. Ja, wenn ihr Gegenkampf-Videos mögt, schenkt dem Video ein Like und unterstützt diese Gegenkämpfe, in denen ich mich abmühe. Ich habe Angst, ey. Shit. Okay. Wie gesagt, sollen wir zuerst... Wir gucken uns mal... Wir suchen uns mal ein Team aus. So, oben. Wir könnten es so spielen, dass wir... Ich brauche eigentlich einen Stripper da drin. Ich wollte total gern... Wie wäre es mit Tessarion? Haben wir dann genug Burst? Also haben wir genug Damage, um die zu killen? Tessarion, Windpanda, Emma. Und dann machen wir Oblivion drauf. Wir müssen natürlich strippen, deswegen Emma. Ob das so klappt, I don't know. Ich glaube, das ist ganz okay. Ich wollte eigentlich zuerst Laika Tessarion nehmen. Aber Laika Tessarion Emma, das passt nicht so gut zusammen. Unten, gegen diesen Charn Boy. Die haben nur Orion als Stripper, also könnte dieser Heal von ihm nicht wirklich viel bringen. Wir könnten natürlich einen Diaz mitnehmen. Der fährt gerade draußen was rum. Okay, ich hoffe, es war nicht zu laut. Ein Diaz nehmen als Tank. Und ansonsten... I don't know. Ein Stripper. Wen haben wir? Wir können Laika noch nehmen. Der Diaz hat Defense Break. Also wir können Laika noch nehmen. Laika. Selbst wenn er auf Laika... Aber dann... Ja, ich wollte Leute mit Wille nehmen, damit wir den Stun nicht abbekommen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich hier gerade mache. Wir könnten auch einfach Classic nehmen. Aber sollen wir das nehmen? Selbst wenn wir gestunt werden, Tiana kann dann das removen. Oder sollen wir lieber einen Healer nehmen? Einen Healer. Ich wünschte, ich hätte so eine Praha oder so. Dann haben wir Stripper und Healer in einem. Ansonsten hätten wir nur Bella, aber Bella hat keine Wille-Runen und... Na, dann bleiben wir mal hierbei. Let's go. So ein Team habe ich noch nie benutzt. Die Nachricht kam in letzter Zeit irgendwie immer und es zählt nicht. Ich weiß nicht, manchmal ist es so verbuggt. Ich hoffe, dass das irgendwann verbessert wird. So. Die sind slower, das ist shit. Also die Beta ist slower. Ich hoffe, nein, Tessarion kommt nicht davor zum Zug. Das heißt, wir können jetzt nichts machen. Ja, das ist mies. Okay, der Windmonker ist nicht so tanky. Das ist wahrscheinlich ein DPS-Monker. Wir strippen. Emma! You Idiot! Was machst denn du? God damn, und die Beta prockt schon wie ein Boss. So, wir machen jetzt erstmal das. Und dann... Nee, ich weiß es nicht. Ich will zuerst den Affen töten, aber vielleicht sollten wir Kmoon töten. Oblivion ist drauf. Gut. So. Holy shit, der Monka tut weh. Ich habe gesagt, das ist ein gefährlicher Monka.
Aber wir killen jetzt erstmal Dings. So, Glanz, kein Glanz. Sie macht wieder das. Ja, ich hätte zuerst am liebsten ihn getötet. Das ist gefährlich, das ist sehr gefährlich. Heal, aber der Monker kommt jetzt zum Zug, oder? Nein, okay, sehr gut. Komm, Proc. Nein, kein Proc. Die Betas in letzter Zeit. Immer wenn wir gegen einen Beta im Video kämpfen, haben die 100% Proc Rate. Jedes Mal. Ich will das nur für die Attack-Leiste machen. Sehr gut. So, er tötet ihn. Perfekt. Und jetzt können wir endlich Oblivion draufsetzen. Oblivion. Ach, kein Oblivion, aber okay. Der einzige Grund, warum ich das... Fucking Beta. Ich hasse die. Wieso prockt die immer? Mann, ey. Aber okay, goodbye. Beta ist so gut. Ich wünschte, ich hätte eine. Aber okay. Jedes Mal. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, Beta? Aber okay, sie kann jetzt nichts mehr machen alleine. Es ist aber ein bisschen lustig, dass sie so oft prockt. Sehr extrem oft. Okay, diesmal jetzt nicht. Einmal hat sie nicht geprockt. Gut. Win. Next one. Jetzt bin ich sehr gespannt. Widerstand. Nice. So, selbst wenn jetzt der Stun von ihm kommt, der normalerweise kommen sollte, kriegt er... Oh, Widerstand. Ist mir egal. Wir strippen... Oh, und das. Wir strippen jetzt einfach. So. Und dann arbeiten wir einfach an Schaden. Ich warte gar nicht auf den Defense Break von ihm. Was macht der? Greift Angriffskraft und Verteidigung. Und das ist HP. Ich mache einfach mal das. Bam, bam. Und er ist fast tot. Und zack. So. Gefahr beseitigt. Leica kann revengen. Das ist ganz nice. Manchmal muss man es ausnutzen, dass der Gegner dann Light Monster hat. Also wenn Orion ein Defense Break auf irgendwen draufgesetzt hätte, hätte Shan natürlich das Monster angegriffen, das ein Defense Break bekommen hat. Da Tiana aber auf Wille und Schutz ist, ist es unlikely, dass die ein Defense Break bekommt. Wenn Leica ein Defense Break bekommen hätte, obwohl er sehr viel Resistance hat, weil er in Resistance erweckt, hätte er nicht getötet werden können, wenn er, was er gemacht hat, geprockt hätte, weil Leica ja nur ein Drittel von den HP abgezogen bekommt und ja, war eigentlich perfekt. Also das lief gut. Das war ein sehr merkwürdiges Team gegen einen starken Schaden. Seht ihr, es hat gar keiner angegriffen und da tauchte diese Meldung auf. Okay. Challenge. Hilfe. Darky hat hier verloren. What? Dolby hat auch verloren. Wieso? Wieso haben die hier gegen verloren? Ich habe Angst vor diesem Team. Oder sollen wir doch den angreifen? Nein, wir müssen den grünen angreifen. So, unten denke ich, dass wir... Wir können... Ich nehme unten. Ah, ich wollte Kupfer nehmen. Wir können auch Cutter nehmen, ehrlich gesagt. Kupfer, Cutter. Und oben... Ich will so gerne Tessarion nehmen. Aber Tessarion kriegt so auf den Deckel. Tessarion, Leica, Ariel. Dann wäre der Retash immer auf meinen Ariel gegangen. Aber ich sag's euch, der Orion Armor Breakt, strippt erstmal Wille von Dingsbums und dann... Sollen wir es versuchen? Ich weiß es nicht, weil ich bin ehrlich gesagt unsicher, ob ich das nehmen will. Und Ariel? Ariel, wo bist du? Ariel ist eigentlich relativ weit hinten. Hier. So, ob wir das machen? Und unten einfach YOLO Cutter? Oder dass wir das unten einfach machen? Und oben, oben Wind Panda, Theomas, Emma. Ja? Ich weiß nicht, da es bisher immer passiert ist, dass Dings gestorben wäre, ist, deswegen machen wir es jetzt einfach mal so und versuchen und hoffen, dass es klappt und ja, geben unser Bestes. Machen wir das. Ich hätte Kupfer benutzt, weil das ist einfach, Kupfer da zu benutzen. Oder wir benutzen Cutter. Sollen wir Cutter benutzen? Ich denke, das wäre risky. Wir snipen da. Okay, let's go. Ha, 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 ha. Okay, ich habe Angst, weil Starke aus meiner Gilde da verloren haben. No, nicht gut. Noch schlechter. Hui, 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 hui. Okay, Glanz. No. Komm.
No. Wow, so tanky. No. Jetzt, okay. Ich weiß, warum meine Leute hier verloren haben. Die sind krank, diese Proc-Rate von denen. Ich habe gehofft, dass wir Orion so tief kriegen, dass der Retest healt und nicht auf Dings geht. Aber die Proc-Rate bei denen ist insane. God, ich hätte doch das andere nehmen sollen. Aber da wäre wahrscheinlich das gleiche passiert. Fucking hell. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Okay, dann könnten wir hiergegen nichts machen. Diese Proc Rate und Crit von Perna natürlich. God damn, fuck this piece of shit. Okay, zweite Runde. So, Oblivion auf den Monka, weil Theomas Villa hat und Gedragged. Okay. Ah, ich hätte gern oben dieses Team benutzt. Vielleicht, aber es wäre wahrscheinlich das gleiche rausgekommen. Manchmal kann man gegen sowas nichts machen. Der Ryan war zu schlau. Wieso muss er ausgerechnet Wille bei Dingsbums strippen bei meinem Panda und muss dann ausgerechnet auch noch den Defense Break auf den Panda draufsetzen? Und er hat ihn auch gestunt, oder? Und er hat ihn gestunt. Wenn er denn ihn nicht gestunt hätte, dann hätte der Panda einfach seinen zweiten Cleanse, also seinen zweiten Skill machen können mit dem Cleanse und so, aber boah. Piece of shit. Ich hasse manchmal sowas. Aber okay, dagegen könnten wir jetzt nichts tun. Bisschen Pech, aber okay. Ist hier was drin? MS, please. Steine, okay. Immerhin. Ich meine, ich kaufe in letzter Zeit jetzt immer hier diese 2-Sterne-Monster, weil ich so viele Max-2-Star-Regenbogen-Monster habe. So, kommen wir zur Frage des Tages. Hashtag FDT von KillerFreakReim. Hashtag FDT, wie runt man den Windpionier? Sebastian P. schreibt Standard-Attacker-Run und dann KillerFreakReim antwortet wieder: Danke, denn mich hat HP verwundet, ob es ein guter Farmer ist. Bin Level 28. So, ich greife die Frage auf, auch wenn sie eigentlich beantwortet wurde, wegen dieser zweiten Frage von ihm, was ihn verwundert hat. Pang hat ein merkwürdiges Kit. Es ist eigentlich ein Attacker, aber es ist ein HP-Type, deswegen auch 11.000 Base HP. Und die ersten zwei Skills haben nichts mit einem Nuke zu tun. Also, es ist ein guter Farmer, man kann die 11.000 Base HP natürlich schön ausnutzen. Und er kann auch vernünftigen Schaden machen, aber es ist ein bisschen merkwürdig. Das ist ein sehr schöner Nuke, AOE, wenn man einen killt. Aber das hier, das ist der zweite Skill von Chiu. Und das hier ist der erste Skill, Yin-Yang-Angriff, der einfach sleept. Also der skaliert mit Max AP. Der hat nichts mit Crit Damage zu tun, weil es immer ein Crushing Hit ist. Und der hier skaliert dann mit Crit Damage. Also es ist merkwürdig, ja, aber ich würde trotzdem, ihn als Attacker holen, also Attack, Crit, Damage, Attack, oder wenn du Level 28 bist, vielleicht Attack, Crit, Rate, Attack oder Speed, Attack, Attack, kommt immer darauf an, was du für Runen hast, aber man kann natürlich die 11.000 Base AP ausnutzen und ihm ein paar HP Substats geben, dann ist er tanky und er kann definitiv gut als Farmer dienen. Aber trotzdem ist sein Kit ein bisschen merkwürdig. So, ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns im nächsten Sound of War Video wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.